Hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Video zwischendurch. Diese Anleitung sollte es eigentlich gar nicht auf dem Kanal geben. Wir haben dazu einen Livestream gehabt, aber leider ist der nicht mehr verfügbar. Und deswegen gibt es eben heute diese ganz kurze Anleitung. Am Sonntag kommt dann wahrscheinlich etwas anderes. Und ich würde sagen, dann kann es jetzt auch losgehen. Du beginnst wie immer mit einem Fadenring. Solltest du noch nicht wissen, wie der Fadenring funktioniert, verlinke ich dir ein Video, wo du das besser erkennen kannst. In diesen Fadenring häkelst du 6 feste Maschen. Wenn du das hast, ziehst du den Fadenring fest zusammen. Sollte es nicht auf Anhieb funktionieren, probier es einfach nochmal. Manchmal hakt das ein bisschen. Dann nimmst du dir einen Markierungsfaden, damit du weißt, wo der Rundenanfang ist und verdoppelst jetzt jede Masche. Das heißt, du häkelst in jeder Masche 2 feste Maschen. Dann verdoppelst du jede 2. Masche, das heißt, du häkelst in die 1. Masche 1 feste Masche und in die 2. 2 feste Maschen. Dann wieder 1 feste Masche, 2 feste Maschen, 1 feste Masche, 2 feste Maschen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Jetzt wird noch jede 3. Masche verdoppelt, das heißt, du häkelst in die ersten 2 Maschen jeweils 1 feste Masche und in die 3. 2 feste Maschen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Dann häkelst du 6 Runden lang in jede Masche 1 feste Masche, also 6 normale Runden. Dann häkelst du in die 1. Masche 1 feste Masche, machst 1 Luftmasche, lässt 1 Masche aus, machst 1 feste Masche in die nächste Masche, 1 Luftmasche, 1 Masche auslassen und 1 feste Masche danach. Und das wiederholst du die ganze Runde lang. Dann häkelst du nochmal 3 Runden lang in jede Masche 1 feste Masche, auch da, wo du die Luftmaschen hattest, so dass du wieder auf 24 Maschen kommst. Wenn du das hast, kannst du den Faden abschneiden und einfach durchziehen. Dann vernähen wir den Faden ganz kurz. Und dafür nimmst du dir eine Nadel, stichst nach innen ein und gehst innen durch ein paar Maschen durch. Nach unten und dann nach oben, also so, dass es fest ist. Wenn du das hast, schneidest du den Rest vom Faden einfach ab. Dann nimmst du dir einen roten Faden und stichst von außen nach innen ein, und zwar in eine der Luftmaschenräume, die du gemacht hast. Kommst dann wieder nach vorne raus, auch wieder da, wo du eine Luftmasche hattest, und das machst du, bis du komplett drumherum bist. Immer da, wo du eine Luftmasche hattest. Dann stopfst du das Ganze ein bisschen aus. Du musst es nicht so fest ausstopfen, man soll es ja von außen nicht sehen können. Und dann kannst du den roten Faden festziehen. Machst 1-2 Knötchen rein, damit das Ganze auch fest sitzt. Und dann machst du eine kleine Schleife. Kannst auch da nochmal einen extra Knoten machen, damit es vielleicht hält, aber erst wenn du dir das zurechtgezogen hast. Dann schneidest du den Faden ab auf beiden Seiten, so wie du es haben möchtest.
Und jetzt kannst du aus Filz einen Stern draufkleben oder aber du häkelst dir den Stern, falls du keinen Filz hast. Ich zeige dir, wie das geht. Du beginnst wieder mit einem Fadenring und in diesen Fadenring häkelst du jetzt eine feste Masche, machst zwei Luftmaschen, machst wieder eine feste Masche, zwei Luftmaschen und das machst du eben, bis du fünfmal diese zwei Luftmaschen hattest. Und am Ende kannst du den Fadenring wieder fest zusammenziehen und dann hast du einen kleinen Stern. Dann kannst du eine Kettenmasche machen oder du schneidest den Faden einfach ab und vernähst ihn. Also vernähen wirst du den Faden auf jeden Fall. Und jetzt kannst du den Stern entweder dran kleben oder annähen. Und dafür stichst du einfach vom Stern in das Säckchen ein, ziehst den Faden fest, gehst ein bisschen weiter zur Seite, stichst wieder in den Stern und in das Säckchen ein und ziehst den Faden fest. Und das machst du natürlich, bis du komplett drumherum bist. Wenn du drumherum bist, dann kannst du den Faden einfach irgendwo durchstechen und abschneiden. Und fertig ist dein Sterni-Säckchen. Ich hoffe, die Anleitung hat dir gefallen und geholfen. Wenn ja, freue ich mich selber einen Daumen nach oben. Und wenn du mich unterstützen möchtest, dann teile das Video auch sehr gern. Und wir hören uns dann hoffentlich am Sonntag wieder. Bis dann. Tschüss.